Liebe ZuhörerInnen, ich begrüße euch herzlich zu der zweiten Folge vom An und für sich for Business Podcast. Ich bin Miriam und leite zusammen mit der Corinne den Bereich Impro for Business. Das ist der Bereich, wo wir mit den Mitteln und Methoden von der Improvisation Teams, Einzelpersonen und ganze Organisationen coachen und weiterentwickeln. Wir haben nach wie vor keinen Titel und keinen Jingle, aber mega freut, dass so viele von euch unsere erste Folge vom Podcast gelost haben. Und unser zweiter Gast da bei mir im coolen Backstage ist der Christian Johannes Käser oder Cheese, wie wir ihn alle da nennen. Hoi Cheese. Hoi Miriam, Sally. Der Cheese ist eins der 5 Gründungsmitglieder von An und für sich. Er ist Schauspieler und Trainer bei uns und steht nebendran auf verschiedenen Theater- und Musicalbühnen. Cheese, wir zwei reden heute über das Thema Storytelling. Ja. Also über das Geschichten erzählen. Mhm. Und viele Menschen behaupten ja von sich, dass sie gar keine Geschichten erzählen können. Was würdest du jetzt denen sagen? Oder was wäre deine Reaktion da? Ja, das ist so ein Klassiker, den ich auch immer wieder höre. Es triggert mich dann auch schon wieder, weil viele Leute behaupten ja, sie können nicht singen, sie können nicht zeichnen und alles, was man nicht kann. Und das grundsätzlich finde ich das schon mal einen falschen Ansatz, weil man das Problem hat ja, dass man sich immer mit der absoluten Champions League vergleicht. Also wenn man sagt, ich kann nicht Geschichten erzählen, dass man dann das Gefühl hat, man muss irgendwie ein J.K. Rowling oder ein Martin Sutter sein, um Geschichten erzählen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir erzählen alle sowieso Geschichten. Das machen wir ständig. Und die Angst, ich nenne sie oft also ein bisschen die Onkel-Fritz-Angst, die kommt daher, dass wir Angst haben, wir könnten so ein Onkel-Fritz werden. Und mein Onkel hat wirklich Fritz geheissen. Ich habe ihn sehr mögen als Kind und ich habe ihm immer gesagt, Onkel-Fritz, Stinkfusseli, weil er so stinkrige Füße hatte. Und aber der hat die Tendenz gehabt, seine Geschichten sind immer einfach zu lang gewesen. Und da ich glaube, für das Umfeld auch ein bisschen nervig. Und ich glaube, das sollte man tatsächlich verhindern, aber wir haben eine tief sitzende Angst, dass wir zu so einem Onkel Fritz oder eben so einer Tante Bertha könnten werden. Psychologisch sagt man dann oft, ja, das ist so die Urangst, dann aus der Gruppe ausgestoßen werden, wenn wir uns jetzt eben exponieren als Storyteller oder Storytellerin. Ich glaube aber, man kann gar nicht Stories erzählen, um den Watzlawick auch im zweiten Podcast wieder mal zu bringen. Weil wir lesen nämlich als Zuhörer, Zuhörerinnen sowieso alles als eine Story. Es gibt ein schönes Experiment aus den 40er Jahren, wo das eigentlich beweist. Die haben so eine Animation gemacht, wo ein Dreieck, ein Kreis und ein Viereck sich bewegen im Raum. Das war wahrscheinlich damals sehr einfach gemacht gewesen. Aber die bewegt sich, ein Dreieck, und es war ein Film gewesen. Und da hat man Leute gezeigt. Und von diesen 120 Probandinnen haben nur 3 gesagt, es bewegen sich geometrische Figuren im Raum. Was ja die richtige Antwort ist. Alle anderen haben angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Haben gesagt, oh, das Dreieck ist verrückt auf den Kreis und bewegt sich aggressiv und das Viereck wirkt mega dominant. Also sie haben in das ganz, wo ja die es hergestellt haben, keine Geschichte im Kopf gehabt haben, haben sie eine Geschichte hineininterpretiert. Also wir lesen ja auch alles als eine Geschichte. Mega spannend. Jetzt, wenn wir alles als Geschichte lesen oder immer Geschichten erzählen, dann gibt es ja doch Menschen, die so eine Wirkung haben, wo man an den Lippen hängt, wo andere Menschen in Bann ziehen mit dem, was sie erzählen. Mhm, was machen die dann anders wie jetzt so ein Onkel Fritz? Ja, das ist eine spannende Frage, sicher auch eine grosse Frage. Ich glaube, da kommen wir auf unser Kernthema, und nämlich die Improvisation. Ich glaube, die Champions League von den Storyteller, Tellerinnen sind die, die auf die Situation eingehen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Sir Ken Robinson. Auf YouTube kann man den mal eingeben, hat irgendwie etwa 22 Millionen Views. Oder auch Brené Brown. Das sind zwei, die auf die Situation eingehen. Das heisst, sie erzählen nicht einfach nur eine vorgefertigte Story,
sondern sie gehen auf den Moment ein, wo jetzt da passiert. Also der Sir Ken Robinson in einem Video erzählt, was er vorher schon gehört hat und dass er an dem Tag das und das gehört hat. Und er, das ist, glaube ich, die Spontanität, dass man eigentlich auch aufnimmt, was ist im Raum, dass man das nicht vergisst. Das ist für mich so die the next step auch of Storytelling. Ich kann vielleicht noch mal ein anderes Beispiel nennen. Ich habe mal einen Kongress moderiert in St. Gallen, den Demenzkongress. Und am Abend vorher ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und ich wollte eigentlich den Kongress schon absägen und habe schon jemanden gehabt, Gabriela, die für mich moderiert hätte. Und aber meine Frau hat gesagt, hey, es geht mir gut, die Geburt ist gut verlaufen, wir brauchen das Geld, oder? Mach doch das. Und dann bin ich dort rausgekommen, das ist in der Olmahalle in St. Gallen, bei 1000 Zuschauerinnen. Und ich habe dann so angefangen, ja, gestern ist mein Sohn, der Frederik, auf die Welt gekommen und der ganze Saal hat getobt und applaudiert. Und in dem Moment war das im Raum gewesen. Ich hätte nicht damit gerechnet, ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass das passiert. Jetzt, nach meinem Intro als Moderator, hat der Rektor von der Fachhochschule St. Gallen geredet und er hat ja über das Thema Demenz geredet. Und er hat es tatsächlich geschafft, das Thema, das im Raum war, zu verbinden mit dem Thema Demenz. Also er hat darüber geredet, über das Gefühl, das man hat, wenn ein neugeborenes Leben kommt und über das Gefühl, ich komme gerade wieder Gänsehaut, über, wenn ich es jetzt erzähle, ich kann es nicht so gut erzählen, wie er das gemacht hat, über das Gefühl, das man hat, wenn eben jemand dement wird. Also sehr berührend und das ist für die Menschen in dem Raum einfach schlichtweg genial gewesen. Und jetzt sagen natürlich, jetzt sagen wieder die, die sagen, ja, das kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so mega schwierig ist, das zu machen. Und oft, wenn ein Fehler passiert, macht man den grossen Fehler, ich glaube, man gleitet dann schnell so ein das Klischee ab oder versucht, den Fehler zu ignorieren, anstatt dass man wirklich auch darüber redet, was jetzt das in einem ausgelöst hat. Und das finde ich der spannende Moment von dem eben improvisierten Storytelling, Geschichten erzählen. Vielleicht darf ich noch ein Negativbeispiel sagen. Gerne. Ich habe auch das Negativbeispiel erlebt, wo man auch gesehen hat, wie einfach das eigentlich wäre. Das war eine grössere Schweizer Firma, ich nenne jetzt den Namen nicht, das ist eigentlich gemein, wo jemand die Zahlen präsentiert hat vom letzten Jahr. Also, ja, es ist noch gut gelaufen und so. Und hat mir gesagt, was alles, wie das so gelaufen ist. Und dann hinten haben sie den Apéro vorbereitet. Und dann ist so eine 1 Liter Mineralwasserflasche aus Glas ist auf den Steinboden aber geknallt. Und das hat wirklich, das ist ja riesen, hat geklebt und tätscht und die Scherben sind verklungen. Und der Referent hat kurz gestoppt und hat hinterher geschaut und hat gewartet. Und alle vom Publikum auch natürlich. Und dann hat er einfach wieder weitergeredet. Und das ist natürlich eine riesen verpasste Chance. Und ich glaube, an dem sieht man, es wäre nicht so schwierig. Er hätte ja einfach können sagen, was das neue Link ist. Das neue Link ist einfach, hey, es gibt im Fall nachher noch ein Apéro. Die Leute hätten erleichtert aufgeatmet, oder? Klar. Er hätte vielleicht aber auch können sagen, ja, wir hoffen, dass die Scherben uns Glück bringen und das nächste Jahr auch wieder so gut wird wie das. Auch das, glaube ich, wäre nicht so mega, mega schwierig gewesen. Und ich kann jetzt natürlich nicht für ihn reden, weil dort sage ich auch, man muss aufpassen, man soll das Klischee abgleitet. Was hat das jetzt in mir ausgelöst? Oh, jetzt bin ich mega verschrocken. Jetzt habe ich gerade gedacht, irgendwie, es hätte eine Explosion gegeben oder irgendetwas Ehrliches aus dem Moment. Und das ist, finde ich, so das spontane Geschichten erzählen. Das ist mega schön. Jetzt hast du vorher gesagt, das ist genau das, was wir in der Impro vermitteln oder was wir mit der Impro machen. Da würde es mich extrem interessieren, kannst du noch ein bisschen mehr auf das eingehen? Was machen wir denn konkret mit der Impro als Mittel? Wie vermitteln wir dann Storytelling? Also wir würden sicher mal zuerst noch ein Schritt ein bisschen zurückgehen und schon uns fragen, ja, was ist denn eigentlich eine Geschichte oder was macht das aus? Aber wenn wir jetzt mit dem anfangen, eben dann, da sind Bibliotheken gefüllt mit dem und da gibt's sehr viele Experten, Expertinnen in dem Bereich. Und auch Leute, die in Firmen arbeiten, haben immer ganze Abteilungen, das Marketing, das sich mit Storytelling befasst. Aber wir würden sicher mal das so ein bisschen was ist eigentlich eine Geschichte, oder? Und
Und was ist eine Geschichte? Ja, also schon dort wird es mega akademisch. Man würde vielleicht sagen, es ist die Nacherzählung von einem Ereignis. Also wie ich vorher gesagt habe, wir lesen irgendwie alles als eine Geschichte, oder? Und dort kommt dann so der Begriff vom Narrativ drin, dass auch ein Wort kann ja schon eine Geschichte sein. Also Wiedervereinigung. Das ist ja eigentlich schon eine Geschichte. Bei allen gehen die Bilder auf von diesen Leuten, die dort an der Mauer waren und irgendwie sich Champagner übergebracht haben oder Trabis, die dort gehalten haben. Das ist schon eine Geschichte. Aber auch Kaffeepause ist ja eigentlich eine Geschichte. Oder? Also mit Kaffeepause verbinde ich ja auch schon Geschichte. Also darum jetzt kompliziert, vielleicht auch. Aber wir könnten dann eben vielleicht eher uns wahrscheinlich fragen, was braucht denn eine Geschichte, damit wir ihr auch gerne zulassen. Und meistens haben wir einfach gerne, wenn eine Geschichte eine Veränderung erzählt. Geschichte ist eigentlich, wir erzählen von einer Veränderung. Und so das klassische Konzept dort ist natürlich sicher die Heldinnenreise, wo ein grösseres Konzept ist, wo man sagt, wir haben eine Ausgangslage, und der kommt von außen so der Ruf des Abenteuers an die Heldin, an den Held, der sich da wohlfühlt in seinem Auenland, wie es jetzt zum Beispiel im Lord of the Rings wäre. Und dann geht's los, Abenteuer geht los, die Heldin, der Held macht sich auf eine Reise, bestreitet verschiedene Hindernisse, Widerstände und kommt dann glüternd wieder zurück und hat etwas gelernt. Und so Geschichten lassen wir natürlich sehr, sehr gern. Und dann in einem Impro-Workshop, also in einem Storytelling-Workshop, lerne ich die Leute als erstes einfach mal ganz simpel Geschichten erzählen. Meistens machen wir das so, dass sie zum Beispiel einfach zu vierten zusammengehen und ich gebe dir ein Stichwort und sage dir zum Beispiel Glas. Was kommt da in den Sinn, wenn du Glas hörst? Kommt da eine Geschichte in den Sinn? Ja, tatsächlich. Wenn ich Glas höre, dann kommt mir meine alte WG in den Sinn. Ich habe ganz lang 6-7 Jahre in einer grossen WG gewohnt, wo wir so 12. gsi sind. Und wir haben damals im 2016 gestartet, indem 3 Parteien gleichzeitig in die Grosswohnung eingezogen sind. Nachher sind sukzessive die anderen gekommen. Und ein Paar, das mit uns eingezogen ist, dort, die haben also ganz einen schönen Vitrinenschrank mitgebracht mit allem verschiedenen Gläsern. Und die haben unglaublich gern zum Znacht immer so ein Glas Wein getrunken oder 2. Und die haben so ganz eine schöne Kultur reingebracht, wo komm, wir essen zusammen Znacht, komm, wir trinken das Glas Wein. Und das Spezielle an diesen Gläsern war, weil die ja so unterschiedlich ausgesehen haben, haben wir dann angefangen, also die Personen, die Gläser selber auswählen lassen und dann immer interpretieren, warum jetzt das Glas zu dieser Person so passt. Also das ist dann so ein aufgesetzter psychologischer Test gewesen. Aber es hat ganz, ganz schöne Momente gegeben, weil auch wenn Gäste bei uns waren, die jetzt die Leute noch nicht so gut kennt haben, dann hast du so einen schönen Icebreaker gehabt mit, das ist jetzt aber spannend, dass du das mit dem Goldrändli nimmst. Ja, so, ja. Genau. Das ist meine Geschichte zum Glas. Sehr schön, sehr schön. Das ist so eine Übung, die wir machen. Und der Effekt, wo sehr, sehr schön ist, ist, dass die Leute, die Geschichten hören, sagen, wow, das sind coole Geschichten gewesen. Also man kann dann wirklich fragen, bei einer Gruppe von 30 haben wir gefunden, haben coole Geschichten gehört. Und das ist immer so, sagen ja. Wenn man aber fragt, haben wir gefunden, eure eigenen Geschichten sind interessant gewesen, kommt wieder das, was du in der Ausgangsfrage schon gesagt hast, sagen die Leute, ja, nein, eigentlich finde ich es manchmal nicht so spannend, was ich erzählt habe. Und eben, also die Geschichten können sehr banal sein. Deine Geschichte, nein, das ist natürlich das drin, was ich vorher gesagt habe, die Veränderung, also eine WG, die sich eben verändert hat durch die Gläser, die in die WG reingekommen sind. Wir könnten jetzt das auch sogar so schon lesen, also so eine kleine Heldinnenreise von dieser WG, wo eben vorher ganz normale WG war und dann kommen die Gläser rein und dann passiert etwas. Also da, so, glaube ich, sieht man, dass Geschichten wirklich ganz etwas, es ist eigentlich etwas Einfaches, Geschichten zu erzählen. Und dann, klar, kommen wir dann schnell auf das, dass wir uns fragen, okay, aber wenn wir jetzt eine Geschichte zum Beispiel in einer Präsentation erzählen wollen, dann müssen wir ja schauen, dass sie eben nicht zu lang ist. Und ich bin schon auch, ich
verstehe das auch und sehe das auch immer wieder. Die Geschichten sind manchmal auch zu lang. Wenn man jetzt zum Beispiel Geschichten vorbereitet, sie jetzt eben nicht improvisiert, dann sollte man sicher schauen, dass sie nicht zu lang sind, dass man sie komprimiert. Jetzt kommt aber dort wieder die Onkel Fritz Problematik, weil was der Onkel Fritz natürlich richtig gemacht hat, ist, dass er viel Details gebraucht hat. Und oft ist die Gefahr, dass man dann die Details vernachlässigt, wenn man Geschichten erzählt. Du hast jetzt zum Beispiel sehr schöne Details gewählt mit dem Goldrändli und dieser Vitrine und dass die WG etwa 12 Leute gehabt hat. Man kann natürlich da auch immer noch weitergehen und auch zum Beispiel Strassen nehmen, Eigennamen von Leuten auch reinbringen, dass man sich das auch getraut, und ich animiere immer sehr, sehr stark in den Workshops zu dem. Also ich mache immer das gleiche Beispiel, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber ich mache jetzt gleich das Beispiel, das ich einmal mache. Mhm. Zum Beispiel, ich erzähle eine Geschichte, früher noch meine Großmutter, die hat einmal, an Familienfest, da hat sie so ein bisschen zu viel, getrunken, und dann hat sie angefangen zu singen, und meine Mutter hat sich immer wahnsinnig für das geschämt. Das ist eine Geschichte, oder? Mhm. Das ist eine Geschichte. Gut, jetzt könnt ihr aber die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Meine Oma von Herisau, die hat so aufgetupierte blonde Haare bis zu ihrem Tod. Und an unseren Familienfesten im Sternen, in Tiefen, Appenzell Ausserrhoden, hat sie einmal ein bisschen zu viel Weisswein getrunken. Und dann hat sie so Opernarien von Verdi angefangen zu singen. Und meine Mutter hat sich immer wahnsinnig für das geschämt. Es ist echt die gleiche Geschichte. Es ist ja so ein Mühe länger, und mit diesen Details drin. Und klar, jetzt kommt natürlich so ein Thema dann auch wieder rein, was wir in der Impro immer wieder thematisieren, ist das Thema Rhythmus. Also, was für einen Rhythmus hat eine Geschichte? Das interessiert uns ja im Theater sehr stark. Also, wenn ziehe ich an? Und da sagen wir, sind so ein bisschen die drei Elemente, die man benutzen könnte, sind eben Details, sehr, sehr wichtig, immer wieder vernachlässigt, Emotionen. Also die Emotionen, wenn ich das vom Rektor von der FAS erzähle, da bin ich selber verschrocken, weil ich wirklich so Gänsehaut bekomme. Und das ist schön, wenn man die Emotionen natürlich auch hört, wenn man die Geschichte erzählt. Details, Emotionen. Und das Dritte ist letztendlich einfach die, Story. Also wer, wo, was. Und das ist sicher noch wichtig, dass man es nicht vergisst am Anfang, dass man weiß, wer, wo, was. Bei einer Geschichte aus der Ich-Perspektive ist das meistens ja nicht so schwierig. Also, wer, wo, was, wer du in einer 12er-WG, vielleicht interessiert es manchmal noch, wenn das genau war, aber einfach, dass man wissen, wir sind im gleichen Boot, was ist die Ausgangslage, was ist Plattform, nennen wir das oft auch in der Geschichte. Das ist sicher, das sind so die drei Elemente, und mit diesen drei Elementen kann man zum Beispiel auch Übungen machen, dass man so eine Regie Figur hat, wo dir immer sagt, ich brauche ein bisschen mehr Details, brauche ein bisschen mehr Emotion. Wir lassen sie dann zum Beispiel eine Netflix-Serie pitchen oder so, irgendwie etwas, also Einfaches. Ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist, aber auch etwas Neuliegendes. Und dass man dann ein bisschen das Gespür überkommt, was braucht es jetzt, von was braucht es mehr. Und das ist ja so ein bisschen eben das Thema Pacing, Rhythmus. Mhm. Und vorher haben wir es ja davon gehabt, dass du gesagt hast, dass Geschichten etwas ist, wo wir bringen das mit, wir können Geschichten erzählen. Wenn es jetzt um so eine Rhythmisierung geht, bringen wir auch mit ein Gefühl für so einen Rhythmus. Also habe ich ein Gefühl dafür, wenn es mehr so Emotion braucht oder Emotion? Habe ich ein Gefühl dafür, wenn es jetzt mehr Detail braucht? Also man kann es vielleicht ähnlich wie mit Musikalität, und da kann man auch sagen, vielleicht haben die einen schon noch ein bisschen besseres Gefühl für das, noch ein bisschen mehr, aber alles kann man, finde ich, auch trainieren, indem man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen auf einer Meta-Ebene damit beschäftigt, wie denn so Geschichten aufgebaut sind und wie sie so, was sie eben so brauchen. Also darum würde ich sagen, Training. Und wie mit dem Singen und mit dem Zeichnen und mit dem Tennisspielen ist es halt einfach auch machen, oder? Geschichten erzählen, sich getrauen, auch wirklich Geschichten zu erzählen an einer Sitzung. Wir reden ja jetzt vom Business-Kontext. Ich sage, im Privatleben machen wir es ja sowieso. Wir erzählen eigentlich ständig Geschichten. Ja, was hast du gemacht in der Ferien? Und dann erzählst. Und dass man es aber auch in einem anderen Kontext halt einfach auch ausprobiert. Dass man mal an einer Sitzung am Anfang eine kleine Geschichte erzählt, die auch einen Zweck erfüllen sollte. Da sind wir noch bei einem Thema, das vielleicht weitergeht. Auch immer. Man muss sich natürlich immer die Frage stellen, warum erzähle ich jetzt die Geschichte, oder?
Gewisse sagen ja dann auch kritisch, wenn wir so kommen mit einem Storytelling-Seminar, ja, aber es sind doch so Märli, oder? Also eigentlich bei uns geht es ja um Hard Facts und nein, wir müssen uns natürlich fragen, warum wollen wir genau diese Geschichte erzählen? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich natürlich. Was ich zum Beispiel ein spannendes Feld finde, wo wir unterwegs sind, ist Lehrpersonen an Fachhochschulen, wo man in Storytelling unterrichtet. Und dort habe ich jetzt viel zum Beispiel aus dem FAG-Bereich, also Fachangestellte Gesundheit, wo die unterrichtet, also oder auch an Berufsschulen. Und dort haben wir zum Beispiel auch mit sehr schweren Themen zu tun. Also die arbeiten zum Beispiel die Palliativmedizin oder so. Oder es geht aber auch darum, zum auf wirklich Gefahren aufmerksam zu machen. Und dort sollten zum Beispiel Geschichten so funktionieren, dass ich will auch aufwühlen. Ich will etwas bewirken. Und dort habe ich schon sehr, sehr schöne Beispiele gesehen. Wir animieren sie dort auch dazu, zum eigenen brauchen. Natürlich müssen sie anonymisieren, aber nicht einfach zu erzählen, ja, ich hatte mal mit einer Patientin gehabt und die hat das und das, sondern zu sagen, wo ich Lernende gewesen bin, habe ich einmal eine Frau Bütikofer, Frau Scheiwiller gehabt, wo in einem so einem Zweierzimmer war und die hatte einen offenen Rücken gehabt oder irgendetwas so. Also, wir animieren sie dort auch sehr konkret zu werden. Und dann erzählen sie tatsächlich teilweise auch Geschichten vom Scheitern. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser Heldinnenreise. In diesem Beispiel wäre ja jetzt sogar die Heldin von der Geschichte, ist sogar die Person, die es erzählt, oder? Also jetzt, Lehrperson, die FAG unterrichtet und erzählt zum Beispiel, wie sie mal ein falsches Medikament gegeben hat und daraus etwas Schlimmes passiert ist. Da muss man immer sich natürlich fragen, will ich das? Aber sie kann sehr viel damit bewirken. Das extremste Beispiel, das ich mal gehört habe an einem Workshop, ist ein Zimmermann, der Zimmermannen unterrichtet und der hat Geschichte erzählt, wie ein Kollege von ihm früher noch vom Dach runtergefallen ist und nachher querschnittgelähmt war. Aber er hat die Geschichte erzählt, wenn er Sicherheitsschulungen macht. Also er hat es dann, wir haben es dort ausprobiert und er hat dann auch wirklich das ausprobiert bei seinen Lernenden. Und das hat natürlich eine wahnsinnige Kraft. Das ist jetzt eine Geschichte, wo niemand irgendwie wird lachen oder so, weil man oft steckt ja viel komische Geschichten. Aber dort ist es jetzt eben ein anderer Zweck gewesen. Er hat wollen, dass sie Sicherheitsvorkehrungen sehr ernst nehmen. Und die Geschichte kann natürlich nur er so erzählen. Das ist auch klar. Das ist klar. Das ist mega spannend. Jetzt haben wir so ein bisschen gefühlt Perspektiven von Personen, die in der Tendenz Führungspositionen haben, im Sinne von, sie vermitteln Inhalt. Sie wollen einem Team vielleicht etwas weitervermitteln. Jetzt ist es so die Frage, sagen wir haben den Herrn Meier, der in einem Sekretariat arbeitet, in einer Grossbank. Wo würde denn er profitieren? Was für Situationen könnte es geben, wo er jetzt von dem Storytelling, wie wir es vermitteln, könnte profitieren? Ich würde sagen, der Herr Meier könnte dann profitieren, wenn er eine Idee weiterverwendet. Verbreitet. Also wenn er jetzt vielleicht sagt, er hat Idee für irgendeine Neuerung, dann könnte er sich vielleicht fragen, kann ich das mit der Geschichte verknüpfen? Und das kann sehr konkret sein, dass er jetzt eben gesagt hat, er ist letztens in einer anderen Firma gewesen und die haben am Mittag immer zusammen an einem Tisch gesessen und er hat das irgendwie noch cool gefunden und dann das mit Details anreichern, hey, und dann haben die jetzt immer so Gläser aus dem Schrank genommen und sich gefragt, was bist du für ein Typ oder so. Ich komme jetzt kein besseres Beispiel. Aber weißt du, wenn er sagt, er will das einführen, oder man könnte aber auch sagen, man tut die Geschichte metaphorisch einführen, wenn er jetzt sagt, er möchte ein neues Tool für irgendein so ein Informatik-Tool, dass man das nutzt, dann könnte er vielleicht auch den anderen erzählen, dass er immer geht joggen und dann hat immer das gleiche App gebraucht und dann hat er ein neues und hat er gemerkt, hey, das ist ja viel geiler und dass er gemerkt, es lohnt sich eigentlich, einmal etwas Neues auszuprobieren. Aber
Klar, aber man muss immer dann selber herausfinden, was passt zu einem. Das ist mir auch sehr wichtig in den Workshops übrigens, dass es authentisch ist, dass es zu einem passt. Aber dass man sich kann fragen, ja, wie könnte ich vielleicht, wenn ich eine Idee möchte vermitteln, das mit einer Geschichte machen? Mhm. Und klar, wir gehen jetzt immer davon aus, jetzt auch in diesen Workshops, dass es ja meistens ein Sitzungszusammenhang ist oder eine Präsentation, wo man dann auch ganz konkret und ganz bewusst und eben auch planend eine Geschichte erzählt. Und das andere ist eben das, Geschichten, die aus einem Fehler passieren, aus einer Irritation. Das fasziniert mich sehr, wie du merkst. Das versuchen wir in den Workshops auch zu trainieren. Ich habe nochmal so eine Übungsanlage, wo ich das versuche zu trainieren. Weil, wenn ich zum Beispiel an so Kongress und Tagungen bin, sehe ich das noch sehr oft. Das, was ich vorher erzählt habe, dass die Chancen eben auch verpasst werden. Die falsche Folie ist drin oder eine Folie fehlt. Und dort, eben, glaube ich, kann man sehr gut dann anfangen, die Geschichte, die jetzt gerade passiert, einfach zu erzählen. Also, dass man merkt, aha, der Kompi funktioniert nicht mehr. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Und das kannst nur du eigentlich machen dann. Also, dass du vielleicht sagst, oh, mein iPhone ist gerade auch kaputt und jetzt der Kompi auch noch. Ich habe das Gefühl, der hat einen schlechten Lauf. Und das ist auch, was ich vorher gesagt habe, die Gefahr ist oft, dass man in Klischees abtrifft und einfach sagt, okay, es gibt Pannen und die müssen wir jetzt lösen und dass man eigentlich mehr so allgemein Plätze sagt und nicht das, was in einem passiert. Und da wären wir auch wieder ein bisschen bei der Emotion. Mhm. Und bei der Authentizität. Ja, ja. Sehr schön. Wenn ich jetzt, ich sehe, wie wir wenden die Geschichten an, wir können es an dem arbeiten, dass wir auch das Gegenüber erreichen, dass wir auch eben gerade in so Situationen, wo uns etwas passiert, wo wir jetzt aber nicht so geplant haben, können eigentlich handlungsfähig bleiben. Mhm. Jetzt kannst du uns eine Übung wie auf den Weg geben, wie man das kann, einfach im Alltag für sich immer mal wieder üben, so Geschichten zu erzählen, anzureichern. Eine Übung für eine Einzelperson? Ja, lass uns doch mal für eine Einzelperson und vielleicht auch, wenn man gerade das Gespönli hat, wo man das dann gerne ausprobiert, könnte man das auch mit dem Zweiten. Mhm. Also, wenn ich jetzt an die Einzelperson denke, dann würde ich, es gibt das Buch «Der Weg des Künstlers», heißt das. Mhm. Wem ist das? Weißt du das? Das weiß ich im Fall nicht, nein. Das schreiben wir dann noch. Das ist so ein Kreativitätsbuch. Es hat so ein bisschen einen esoterischen Touch, aber wenn man über den so ein bisschen hinwegliest, finde ich es eigentlich sehr, also ich, wo nicht so der Esoteriker bin, finde ich jetzt sehr, sehr schöne Sachen drin. Und was sie dort macht, ist, sind die Morgenseiten. Das heisst, wenn ich aufstand am Morgen als erst, setze ich mich her und schreibe einfach auf, was mir gerade in den Sinn kommt. Und das Wichtigste ist, es nicht bewerten. Also einfach aufschreiben, was gerade kommt. Und ich finde, es ist einfach eine einfache Kreativitätsübung, wo also ein bisschen das Geschichtengehen wieder vorholt. Und das kann aber auch ganz ehrlich sein, dass du einfach aufschreibst, ja, ich habe keine Idee, oh Scheiße und weh, ich bin so unkreativ und einfach schreiben, schreiben, schreiben. Und zwar jeden Morgen das eigentlich machen. Und das setzt so eine Energie frei, die ich sehr, sehr positiv finde. Wenn ich jetzt einfach an eine Einzelperson denke, wie möchtest du so ein bisschen das Geschichten erzählen, ist ja doch so ein bisschen ein Kreativitätsmuskel. Wie möchtest du den ein bisschen trainieren, ein bisschen freisetzen? Das Buch richtet sich übrigens auch gar nicht an Leute, die möchten professionelle Künstler, Künstlerinnen werden, sondern es geht um einen Weg von der Kreativität. Eine andere Übung wäre, die Schlüsselbund Übung kennt man jetzt hin. Also, das ist einfach noch cool, auch, das kann man auch als Partyspiel machen. Hast du einen Schlüsselbund da? Ich habe einen Schlüsselbund da, jawohl. Hast du ihn da? Okay, also gut. Ich nehme jetzt da einen Schlüssel, also das ist jetzt dein Schlüsselbund, oder?
Und da hat sie so ein ETH-Sackmesser dran als Anhänger. Ich hätte jetzt auch einen Schlüssel nehmen, aber ich möchte jetzt tatsächlich den Anhänger nehmen, den ETH-Anhänger. Nimmt mich Wunder, was steckt hinter dem ETH-Anhänger? Kannst du mir das erzählen? Ja, gern. Das ist so ganz ein kleines Sackmesser. Und ich bin generell eher eine chaotische Person. Und ich finde es ziemlich schwierig, das dabei zu haben, was ich dann auch dabei haben muss. Und seit ich ein Kind habe, ungefähr ein Jahr später, habe ich das Sackmesser entdeckt und habe gedacht, es ist eine uhuere gute Idee, mir das Sackmesser an den Schlüsselbund zu tun. Weil ich bin in tausend Situationen gewesen, wo ich entweder ein Messer gebraucht habe, für einen Apfel zu verschneiden oder irgendetwas aufschneiden. Und jedes Mal, wenn ich jetzt meinen Schlüsselbund vornehme und so Äpfelschnitzel mache mit meinem Sackmesser, bin ich so ein bisschen stolz auf mich, wie unglaublich gut organisiert ich zumindest da bin. Sehr schön, sehr schön. Also, du siehst, so entstehen Geschichten. Übrigens eine Geschichte, die absolut einen praktischen Nutzen hat. Also, ich habe jetzt auch etwas gelernt, etwas Konkretes und bin gleich gut unterhalten worden. Und so funktionieren Geschichten. Das ist eine ganz simple Übung, ähnlich wie die, wo man auf ein Stichwort, dass man sagt, hey, Geschichten liegen auf der Strasse, wag dich, sie zu erzählen. Und ja, wenn du das Gefühl hast, ich möchte meine Geschichten noch ein bisschen verbessern, plastischer machen, dann setz dich mit Storytelling auseinander, lies Bücher, es gibt natürlich eine Tonne Bücher zu dem Thema. Ja, oder mach einen Workshop bei uns, um den kleinen Werbeblock noch einzubauen. Ja. Genau. Das finde ich ganz, ganz schönes sozusagen Schlusswort jetzt auch. Geschichten liegen auf der Straße. Also lesen sie auf, ja. Nutzen sie, üben sie, erzählen einander Geschichten. Und wie der Cheese jetzt vorher schon angetönt hat, wenn ihr das gerne möchtet, mit uns zusammen ausprobieren, mit uns zusammen üben, dann kommen in unsere Storytelling-Trainings und entdeckt alle Geschichten, die in euch stecken und an euren Schlüsselbund dranhängen. Danke vielmals, Cheese, für das Interview. Und ich wünsche euch allen noch eine fantastische Woche. Macht's gut. Tschüss.